Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zurück in die Zukunft, das Spiel. In der letzten Folge haben wir das Auto von Doc gefunden, das kam zurück mit Einstein. Wir haben dann nach Hinweisen suchen müssen, in welcher Zeit er sich befindet. Haben das herausgefunden, indem wir bei dieser alten Schachtel waren. Frau Strickland, sehr unhöflich, oder sehr von oben herab, diese Frau. Haben ihren Zeitungsstand umgeschmissen, oder diese Zeitung, die sie gestapelt hat. Sind in die Zeit zurückgereist, 1932, haben sie schon wieder getroffen, als sie noch jung war, noch gut aussah. Und auch da in der Zeit war sie schon etwas seltsam. Jetzt müssen wir Doc finden und laufen erstmal im Kreis und kotzen gleich auf dem Bürgersteig, weil wir einen Drehwurm haben. Ui! Gut. Tür des Friseurladens. Hey, kann ich etwas Schaum haben? Wonach sieht das hier aus? Nach einer Jagdhütte? Ich glaube, ich möchte nicht an einem Ort sein, wo jedermann willkommen ist. Nicht? Shark. Was haben wir hier? Wow, sieht aus, als hätten sie einen echten Hai genommen. Tja, das nenne ich Einsatz. Und hier ist die Grenze, hier geht's nicht weiter. Gut, da hinten ist also Schluss. Willst du was kaufen? Nein. Dann verschwinde, du Rumtreiber. Ich bin kein Rumtreiber. Überreste der Bar. Hier wurde wohl die illegale Bar niedergebrannt. Wie konnte Doc nur in sowas verwickelt werden? Überreste der Bar. Tür des Anwaltsbüros. Anwaltskanzlei Gale, Zemeckis und Fein. Hausieren verboten. Hallo? Pausieren verboten! Schild der Bank. Oh, es wurde zerkritzelt. Bank von Italien? Darf ich wenigstens hier rein? Was kann ich für Sie tun, Sir? Ohne Geld brauche ich da gar nicht erst reinzugehen. Oh. Spezial heute. Suppe von gestern. Ich glaube, hier in der Zukunft oder in der Gegenwart ist ja gleich keine Straßenbahn mehr lang gefahren. Dann haben wir auch auf dem Stadtplan und was er gebaut hat, auf seinen Miniaturplan, hat man ja auch nicht gesehen, dass da irgendwo nur noch Straßenbahnlinien waren. Achso, habe ich gleich nicht gesehen, dass da noch irgendwo eine Straßenbahn gefahren ist. Haben sie dann scheinbar irgendwann abgerissen. Hat sich wohl nicht mehr gelohnt, das Ganze. Ach, in die Suppküche darf ich rein. McFly! Biff? Kid! Grandpa? Für dich, Mr. Tennant, Artie. Was machst du hier draußen? Naja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher Klappe. Ist. Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Oder doch? Eigentlich schon. Nein, natürlich nicht, Kid. Das ist schon besser. Was klotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was?
Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kit. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und McFly? Ja? Dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh. Jetzt hau ab. In Ordnung, Boss. Und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey! Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seht zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. Unwiderstehlich, du bist unausstehlich, du Vollpfosten. Unwiderstehlich, also nicht. Vielleicht sollte ich ins Gefängnis gehen und mit Doc sprechen, bevor ich irgendwelche Leute im Jahr 1931 anrufe. Die früher leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf den Gassen. Lustig. Ein Spruch in eines Toren Mund ist wie ein Dornzweig in der Hand eines Trunkenen. Tiefsinnig. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Das bedeutet, wir müssen mal da rein, wenn er schon so spricht. Typ? Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Guten Tag. Ich hätte gerne Suppe. Okay. Hey, schon gut. Okay. Hey, schon gut. Das hat sich aber schon mal einer zu Tode gerührt. Jetzt mal ganz übertreiben mit dem Rühren in der Suppe. Wofür sind die Tische? Wir haben ein paar extra Tische für unsere Penner-Soirees am Monatsende. Ach, jetzt spricht er auf einmal. Küchentür, Stapel der Tische. Er redet nicht mit uns. Fettes Gestell? Ja, wir haben hier hinten alle möglichen, kulinarischen Schätze. Wo ist das Radio eigentlich? Hier ist nichts. Sieht aus, als führten diese Rohre in den Keller. Ja, das sieht so aus. Nur Personal darf in die Küche. Wow! Und wenn ich einen Hygieneausweis habe, darf ich dann in die Küche? Gut, wir wissen also, wir können ja rein. Aber im Moment können wir, glaube ich, hier nichts machen. Komme ich nicht weiter? Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Hol dir die Suppe und rette deine Seele. Ich rette meine Seele, weil ich eine Suppe esse. Doc? Psst, Doc. Oh. Martin! Doc! Doc? Was machst du hier? Sie haben mich hergerufen, Doc. Hab ich? Wann? Am 14. Mai 1986. 1906? Das automatische Aufspürsystem! Natürlich! Das hätte ich fast vergessen. Wie lautet unser Plan, Sie herauszukriegen? Plan? Wir brauchen keinen Plan. Nicht? Nicht im geringsten. Die Polizei hat mich vor ein paar Wochen wegen des Feuers in der Bar festgenommen. Aber der Staatsanwalt hat keine Beweise. Sie werden mich morgen früh entlassen. Also bin ich sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, um Ihnen Ihr Auto zu bringen? Entschuldige bitte.
Aber es ist so wunderbar, dich zu sehen. Wir haben so einiges nachzuholen. Ja, ich glaube, wir sollten damit noch warten, Doc. Grundgütiger! Ich werde auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Gangstern erschossen. Aber warum denn das? Es passte ihnen wohl nicht, dass ich ihre Bar niedergebrannt habe. Lustig, Doc. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Plan einfallen lassen. Richtig. Aber was für einen Plan? Warum ist die Zeitung immer schwarz und wir sehen nichts? Hey, vielleicht könnte ich mit den Gangstern reden und ihnen sagen, dass sie den Falschen haben. Ich denke nicht, dass die Kriminellen dieser Zeit sehr offen gegenüber einem Fremden sein werden, der ihnen erzählt, dass ihr geheimer Mordplan falsch ist, oder? Stimmt. Warum schalten wir nicht die Behörden ein? Was wollen wir ihnen erzählen? Dass mein Freund aus der Zukunft Beweise dafür hat, dass ich morgen ermordet werde? Die bringen uns beide in die Klapsmühle. Und glaub mir, du willst kein Irrenhaus von 1931 von innen sehen. Und wenn ich den DeLorean nehme, zurück in die Zeit vor der Verhaftung reise und verhindere, dass man sie schnappt? Denk nicht mal daran! Ohne meine Verhaftung könnten die Geschehnisse, die dich in die Vergangenheit geschickt haben, verhindert werden und zu einem Paradoxon von Kontinuum erschütterndem Ausmaß führen! Mann, oh Mann, wir sind gerade mal wieder seit 5 Minuten zusammen und Sie reden schon vom Ende des Universums. Das hat mir gefehlt. Mach dich nicht lächerlich, Marty. Ich meinte nur das Ende des Universums, so wie wir es kennen. Nun, ich schätze, ich könnte einfach etwas Dynamit holen und sie hier raussprengen. Nein, das ist viel zu gefährlich. Nicht nur für mich. Auch die anderen unschuldigen Leute in der Vergangenheit könnten die Auswirkungen... Das ist es. Was jetzt? Meine Raketenbohrmaschine. Sie haben eine Raketenbohrmaschine? Noch nicht. Ich habe sie noch nicht gebaut. Jetzt bin ich verwirrt, Doc. Hör zu. Vor einigen Monaten hat mein 17-jähriges Ich einen Patentantrag für eine Raketenbohrmaschine eingereicht. Ich gab das Projekt auf, weil ich nichts mehr vom Patentamt gehört habe. Aber der Prototyp müsste fast fertig sein. Großartig. Ich laufe schnell zu Ihrem Labor und... Nein, ich sagte fast fertig. Ich musste dabei helfen, ihn fertigzustellen. Wie soll ich eine halbfertige Raketenbohrmaschine in Ihre Zelle schmuggeln? Nein, ich meine mein Ich von 1931. Sie wollen, dass ich Ihr Ich von 1931 davon überzeuge, eine Raketenbohrmaschine zu bauen, um sie aus dem Gefängnis zu holen? Präzise! Wenn ich mit Ihrem jüngeren Ich spreche, verursacht das nicht irreparable Schäden am Raum-Zeit-Kontinuum oder so etwas? Das sollte in Ordnung gehen. Die Idee des Raketenbohrers ist schon entwickelt. Du musst mein jüngeres Ich nur noch dazu bringen, den Prototypen fertigzustellen. Wie soll ich Ihr jüngeres Ich davon überzeugen, den Raketenbohrer fertig zu bauen? Ihm erzählen, dass ich sein älteres Ich aus dem Gefängnis holen will? Auf keinen Fall! Was auch immer du machst, du darfst meinem jüngeren Ich nichts über Zeitreisen erzählen. Die Inspiration für den Fluxkompensator bekomme ich erst 24 Jahre später. Was soll ich dann machen? Sei einfach so charmant wie immer. So wie ich mich erinnere, bin ich recht unkompliziert. Es sollte also ein Kinderspiel sein, mich zu einem wissenschaftlichen Experiment zu bewegen. Okay, sagen wir, ich mache bei diesem verrückten Plan mit. Wo kann ich sie finden? Ich meine, das andere sie. Woher soll ich das wissen? Das ist über 50 Jahre her. Warum gehst du nicht nach nebenan in die Suppenküche und rufst bei mir zu Hause an? Dort wird man wissen, wo ich bin. Suppenküche, okay. Halte dich nur von der Suppe fern. Sie wird dein Verdauungssystem irreparabel schädigen. Oh oh, der Polizist. Ich sollte wohl loslegen. Keine Sorge, Doc. Ich hole sie hier im Nu raus. Ich bin unbesorgt. Wenn mein jüngeres Ich sich mit dir zusammentut, seid ihr unaufhaltbar. Was haben wir eigentlich? Die Nachricht in Docs durch die Zeit geschleuderten DeLorean lässt Marty McFly ins Hill Valley der Prohibitionszeit reisen, um seinen Mentor vor dem Kugelhagel der Gangster zu retten. Nachdem Marty Doc gefunden und ihn über sein bevorstehendes Schicksal aufgeklärt hat, schmiedet Doc einen Plan für seinen Gefängnisausbruch. Freunde dich mit Docs jüngerem Ich an und bring ihn dazu, einen Bohrer mit Raketenantrieb zu bauen. Das möchte ich abspeichern. Wie speichere ich das denn ab hier? Automatisches Speichern. So. Ich möchte nicht laden, ich möchte speichern, verdammt. Habe ich jetzt gespeichert oder habe ich jetzt nicht gespeichert? Jetzt.
Gut. Wer bist du und was willst du? Kann ich zu Carl Sagan? Bist du sein Anwalt? Nein. Dann verschwinde. Ach, unhöflich. Hill Valley Polizeirevier. Verflixt, das hier sieht alt aus, selbst für 1931. Das müsste ich als in der Suppenküche also anrufen zu Hause. Ich schätze, wir werden wahrscheinlich unseren Opa auch noch hier treffen und ihn wahrscheinlich helfen. Könnte ich mir gut vorstellen. Erstmal möchte ich hier in die Mitte gehen, wo dieser Pavillon ist. Wenn ich dahin darf. Komm. Ja, lauf. Genau. Was gibt es denn hier Schönes? So, ich dachte. Wo ist eigentlich Einstein? Ach, hier. Wie geht's, Aini? Doch, da gibt's irgendwas. Sonst irgendetwas hier, was ich machen könnte? Nein. Gut, dann gehen wir mal in die Suppenküche. Obwohl, vielleicht darf ich ja ins Rathaus. Ah, manchmal ist... Oder nicht genau da langlaufen kannst, wo ich es langlaufen will. Das sind wie unsichtbare Mauern sind, die hier sind. Naja, ich geh erstmal in die Suppenküche. Müssen wir sehen, wo war die eigentlich hier? Hier lang. Komm, rein. Wir müssen Doc anrufen. Ich bin zurück. Er rührt immer noch. Brown anwesend? Hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet hat. In einem Gericht ist er vielleicht dann in der Anwaltskanzlei trotzdem. Mal sehen. Frage, wo ist das Gericht hier? Ich kann ja mal mit Doc Brown reden. Vielleicht weiß er, wo das Gericht ist. Psst, Doc. Psst! Marty, hast du schon mein jüngeres Ich gefunden? Also, dem britischen Typen am Telefon nach, arbeiten Sie drüben im Gerichtsgebäude. Natürlich! Im Sommer 31 ließ mich mein Vater da als Bürogehilfe arbeiten. Das klingt nicht nach Spaß. Ich hasste jede Minute. Mein Vater war... Oh, streng! Auf jeden Fall solltest du sofort zum Gerichtsgebäude gehen und dich mir vorstellen. Was macht ein Gerichtsbeamter überhaupt? Furchtbaren Papierkram, aber das ist nicht wichtig. Geh zum Gerichtsgebäude und finde mich. Wo waren Sie die ganze Zeit? Sie haben mir gefehlt. Du hast mir auch gefehlt, Marty. Aber ich wollte dich ein Weilchen dein eigenes Ich leben lassen. Frei vom Wahnsinn des Zeitreisens. Ja, es war schön, dass mir für ein paar Monate mal nicht meine Familiengeschichte um die Ohren geflogen ist. Außerdem musste ich meine eigenen unberechenbaren Teenager großziehen. Wie geht's Clara und den Kindern? Gut, es geht ihnen gut. Momentan versuchen wir uns zu entscheiden, wann wir Jules und Vern auf das College schicken sollen. Clara ist für die 2020er Jahre, ich bin mehr für die 1960er. Wir haben vor, dich und Jennifer bald im Jahr 2011 zu besuchen. Mich und Jennifer? 2011? Ups, vergiss, was ich gesagt habe. Wir bekommen Jennifer als Freundin. Jetzt wissen wir es. Da sieht man ja Jules und Vern.
Als hat Doc Brown als Jules Verne das Buch geschrieben oder was? Seine Söhne Jules und Verne. Also war er sozusagen Jules Verne. Er hat das Buch geschrieben, weshalb er die Erstausgabe hat, theoretisch. Wo kam der DeLorean her? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hatte ihn ein Zug komplett zerlegt. Das ist eine fantastische Geschichte. Weißt du noch, wie der DeLorean 1955 vom Blitz getroffen wurde? Okay. Ohne unser Wissen hat der Blitz eine vorübergehende Kopie der Zeitmaschine geschaffen, die 70 Jahre in die Zukunft geschickt wurde. Was? Ich habe das bei einer Reise ins Jahr 2025 entdeckt und konnte gerade so verhindern, dass Griff Tannen die Zeit gerade zerstört. Heftig. Also dieser DeLorean? Ist in jeder Hinsicht die gleiche Maschine wie das Original. Plus minus ein paar kleinen Extras natürlich, die ich über die Jahre hinzugefügt habe. Was haben Sie überhaupt im Jahr 1931 gemacht? Ach, nichts Aufregendes. Ein wenig in Nostalgie geschwelgt, ein paar seltene, vergriffene Bücher abgeholt, um Clara an ihrem Geburtstag zu überraschen. Das eine oder andere historische Rätsel gelöst. Das Übliche. Das Übliche? Sie haben ein unübliches Leben, Doc. Das ist ein ungewöhnliches Universum, Marty. Ich sage es nur ungern, Doc, aber Ihre letzte Abreisezeitanzeige ist futsch. Tatsächlich? Wie hast du mich dann gefunden? Ich habe einen von Edna Stricklands Schuhen im DeLorean gefunden. Wie kommt Ihr Schuh in den DeLorean? Einstein hat ihn sich geschnappt. Hat er? Komisch. Einie greift fast nie Menschen an. Zumindest nicht ohne guten Grund. Wie sind Sie 1931 überhaupt im Gefängnis gelandet? Während meiner Reise in die Vergangenheit wollte ich eines der ungelösten Geheimnisse von Hill Valley untersuchen. Das Feuer in der illegalen Bar. Genau. Ich dachte, ich hätte mich auf der anderen Straßenseite sicher versteckt. Aber bei dem Brand gab es eine riesige Explosion. Ein Ziegelstein traf mich und ich verlor das Bewusstsein. Wahrscheinlich von dem Fusel in der Bar. Jedenfalls war ich, als ich aufwachte, hier im Gefängnis und wegen Brandstiftung angeklagt. Das ist furchtbar. Ich weiß. Schlimmer ist, dass ich immer noch nicht weiß, wer das Feuer gelegt hat. Raten Sie mal, wem ich in der Suppenküche in die Arme gelaufen bin. Meinem Großvater. Nein! Keine Sorge, ich habe nicht mit ihm geredet oder seine Zukunft verändert oder sonst was. Gut. Doch, ich wünschte, ich könnte. Dieser Tannen behandelt ihn wie Dreck. Keine Sorge. Wenn die Geschichte so abläuft, wie sie soll, dann ist er bald nicht mehr unter der Fuchtel von Kit Tannen und kann sein Leben als einfacher Buchhalter mit einer Großmutter verbringen. Wie hieß sie noch gleich? Sylvia. Richtig, Sylvia. Was hat es eigentlich mit diesem Idioten Kit Tannen auf sich? Biffs Vater? Nächstes Jahr um diese Zeit wird er schon lebenslänglich in St. Quentin sitzen. Darüber gab es sogar einen Song. Moment, wenn Biff 1938 geboren wird und Kit im Gefängnis sein wird? Ich erinnere mich, dass er 1937 für etwa 3 Stunden aus dem Gefängnis entkam. Das werden 3 anstrengende Stunden. Ach, wirklich? Was wissen Sie über Edna Strickland? Edna? Wir hatten nie miteinander zu tun, als ich jünger war. Sie war etwas älter als ich und wir verkehrten in unterschiedlichen sozioökonomischen Kreisen. Warum fragst du? Sie hält sie für einen Held, weil sie die illegale Bar niedergebrannt haben. Sie schreibt eine Story über sie. Eine Story? Oh, jetzt erinnere ich mich. Frag Edna. Die Kolumne über gutes Benehmen, die zu einem Ort für Abstinenztiraden wurde. Sie glaubte, dass das Trinken von Alkohol zum unausweichlichen Niedergang der Gesellschaft führen würde. Klingt wie ein lustiges Mädchen. Du hättest sie sehen sollen, als in den 60er Jahren die Hippies auftauchten. Sie ist fast verrückt geworden. Das würde einiges erklären. Die ist ja verrückt, die alte Schaufel. Auch wenn das die falsche Zeit und der falsche Ort ist, ich habe ihr Notizbuch gefunden. Ah, da habe ich es also gelassen. Warum hast du es hergebracht? Weil die Bank all ihre Sachen verkauft. Das können sie nicht machen. Das habe ich versucht, ihnen klarzumachen. Behalt es erstmal. Wir kümmern uns um die Finanzen von 1986, nachdem wir mich 1931 vor einem grausigen Tod gerettet haben. So, es hat mir alles ausgewählt. Ohren steif halten, Doc. Vielleicht nicht die besten Worte, Marty. Ich werde wohl von hier draußen mit Doc reden. Mal sehen, wo das Gericht eigentlich nun überhaupt ist. Wo ist das Gerichtsgebäude überhaupt? Suppenküche?
hier lang gehen? Nein. Jetzt bin ich noch hier wieder. Ja, die Steuerung ist ein bisschen komisch gemacht teilweise. Und halt wie hier, ich komme hier nicht weiter, ich darf doch nicht langlaufen. Na gut, wir müssen es ja in Absperrung machen. Aber ich habe keine Ahnung, wo das Gericht ist. Kann ich mich anklicken? Absteiger. Oder ich kann jetzt hier weiterlaufen. Oh, nein. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja! Rein! Fassen Sie das nicht an! Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen! Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff! Was? Ich meine, Richter Brown besteht darauf. Richter Brown? Doc! Schön, Sie zu sehen. Ich bin Michael, Corleone. Emmett Brown! Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Bezieht mit dem Kehrwert von Hamlet, ich bin ganz in Erwartungswert für Hamlet. Ich muss da nicht mehr rein. Wo ist der Kerl denn hingelaufen? Doc? Wenn der Reibungskoeffizient konstant bleibt und die Gravitationskonstante. Es ist sein Vater als Richter. Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Was hast du Wichtiges zu tun? Eine juristische Angelegenheit. Sehr kompliziert, sehr verworren. Ich brauche 5 Unterschriften auf jeder Kopie dieser Schadensersatzforderung, bevor Richter Brown auch nur daran denken kann, der erstgenannten Partei eine Verzichtserklärung zu bewilligen. Du hast keine Ahnung, worum es geht, oder? So wichtig ist das! Komm schon, Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Corleone, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Hat dir das dein Vater gesagt? Jeden Morgen. Jeden Morgen. Also, Emmett, wann bist du mit der Arbeit fertig? Kommt drauf an. An Wochentagen lässt mich Papst manchmal bis 9 bleiben. 9 Uhr abends? Aber heute ist Samstag. Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Wie wär's, wenn du früher Schluss machst und ich dir ein Bier, eine Limo spendiere? Was meinst du? Versuchen Sie nicht, mich mit zuckerhaltigen Getränken zu locken. Meine Leidenschaft ist es, die Räder der Gerechtigkeit am Laufen zu halten. Und wenn ich vor 8 gehe, bringt mich mein Papst um. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Papst ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Siehst du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube ihnen nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Natürlich. Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich! Hör zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Erfindung arbeitest. Erfindung? Erfindung, Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Womit wir wieder bei H wären. Ach, verdammt. Lieber nicht. Diese Anwälte klingen ziemlich fies. Lieber nicht. Diese Anwälte klingen ziemlich fies. Kann ich nicht um die Funktion haben? Komm schon, warte einen Moment. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Okay, du willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse.
Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen, denn... Ich bin kein Wissenschaftler. Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Information herhaben, Mister, aber Sie sind falsch, falsch, falsch. Aber nur wenn der Reibungskoeffizient konstant... Na gut, an dieser Stelle werde ich erstmal die Folge beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Oder auch andere Let's Plays von mir. Und in der nächsten Folge werden wir versuchen, mit dem jüngeren Ich von Doc Brown zu reden. Und ihn dazu zu bringen, dass er diesen Bohrer baut. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.